So, willkommen zurück zum Let's Play von Hypnosis. Ich habe schon ein bisschen voraufgenommen, aber ich konnte jetzt einfach nicht lassen, das Spiel weiterzuspielen, weil ich es einfach so feiere. Also tut es mir leid, wenn ihr Kommentare schreibt und ich ein bisschen vorneweg bin, aber ich mag dieses Spiel einfach total vom Spielstil her. Und ja, deswegen wird es gleich weitergespielt. Es ist da jetzt Sonntag und diese Woche kam Folge 2. Also ich bin schon sehr, sehr früh, aber ich muss auch gucken, was ich gemacht habe, denn es ist dann wegen schon 2 Wochen her, dass ich gespielt habe. Und, oh Gott, was ist das denn? Ach so, das ist so ein Monster, ne? Ja, stimmt, da hatten wir uns ja das letzte Mal davor gedrückt, glaube ich. War es so, ne? Ja. Das war so. Und dann kämpfen wir jetzt mal gegen diesen Vieh. Es gibt nichts, auf das nicht jedermann verzichten könnte, sagt Albert Einstein. Und, wie mache ich denn das am schlausten jetzt? So und so. Und so. Und so. Und so. So. Und 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 so und so. Und so und so. Ey, ihr könnt mich mal alle hier. Heute läuft's einfach nicht. Child of Light hat schon nicht geklappt, wie sollte. Und jetzt das und ich gebe auf. Das ist mir zu schwer, das Kampfsystem. Ich verstehe es nicht. Ich mag das Spiel total gern, wirklich. Aber das Kampfsystem, das ist auf Dauer einfach ein bisschen nervig, finde ich. Ich finde, dieses Kampfsystem ist einfach nervig mit diesen Phobien, die immer kommen. Das ist aber. In jedem Mensch steckt eine Sonne. Man muss sie nur scheinen lassen. Das ist wirklich ein ganz, ganz tolles Spiel. Ich mag das total gern. Phobia-Süchtige. Für das fünfmalige Wiederholen eines Phobia-Kampfes? Ich habe da gar nichts wiederholt. Kunstbereich ist ein neues Bild verfügbar, okay. Ja, wie gesagt, ich weiß es nicht. Ich mag das Kampfsystem nicht. Das ist total blöd. Kunst, hier, Kunst. Ah, cool. Kann ich das auch groß machen? Ja. Ah, das ist, was ist das? Ich will es nicht wissen. Ach, das ist ja die Künstlerin. Das ist ja cool, ne? Das sieht mir am coolsten aus, finde ich hier. Auch von den Haaren her. Was ist das? Ach, ich mag ja so, was man so Artworks noch sieht, so Bilder. Ach Gott, das sind die ganzen Phobien oder was? Ach du Scheiße. Gut, so. Wir sind ja immer noch im Traum von diesem Millionär, der da ein schlechtes Gewissen hat, weil sein Freund in der Badewanne ertrunken ist. Wir lassen hier einfach mal dieses lila Grützewasser raus. Und. Sie haben viel reichen. Okay, die Leiche ist nicht mehr da. Problem gelöst, Leiche in der Badewanne. Achso, weil er sehr viel Geld gemacht hat und viel gespendet hat, hat er Gutes getan und deswegen. Ist er nicht schuld für diese Leiche da? So, wir gehen jetzt einfach mal an den 3 Läden vorbei, die er besitzt. Und ziehen jetzt hier diese Karte durch. No, zack. Zack, kratsch. Und wir steigen in den Aufzug. Erlebnisse der Seele sind Zustände der Begeisterung und prophetischer Ahnung, die sich aufgrund von Traumerfahrung einstellen. As How do you feel? Like I Aristoteles. had a really restful night's sleep. And my mind is clear. And that freak. Is he gone forever? Just don't think of him, and he won't appear anymore. Victor, at the end of your dream, there was a strange Native American statue. Where do you think it came from? There's a medicine woman who lives on the other side of the river. She has a ton of statues. When Dr. Blanche disappeared, she went totally crazy and started ranting about how the gods had been angered and that the end of the world is near. She's just muddying the waters. I'll go and speak with her. In the meantime, think happy thoughts. Okay, gut. Jetzt ist vom Spiel die Musik doch etwas laut, aber das ist nicht von mir, das ist auf einmal vom Spiel ist das so laut geworden. Probiert er gerade in der Nase? Ich weiß es nicht. Weiter Einstellungen, Errungenschaften. Achso, also wir haben das Bewusstsein auch noch nicht geheilt. Das wollte ich gucken. Es gibt immer 3 Probleme anscheinend. Ach ja, hier war es, ne? Zack, hier ist das Buch. Genau, die Medizinfrau, hier haben wir 2 Probleme gelöst von 3. Laura hieß sie, genau, Laura. Hier haben wir auch bloß 2 Probleme gelöst. Da kommt bestimmt noch was. Jetzt nimm doch mal hier den Hintern weg. Ich will mit der reden. So. Hello. Go away. This place is cursed. Curse? Tell me about the curse.
2 days ago, someone stole the cosmic spirit from the altar. Mhm. It's the Mi'kmaq's ruling spirit. It shouldn't have been disturbed. Now no one will be spared. What does the cosmic spirit look like? It's stone. In the time of the ancients, it fell from the sky. It has protected my people for over 1,000 years. Mhm. Also es gibt ja einen Fluch mit irgendeinem Stein, der vom Himmel gefallen ist. You're all alone. Und where's ja. the rest of your tribe? The Mi'kmaq have been living on this land for centuries. But one day, some men wearing ties showed up. We signed some papers, and they gave us credit cards. The whole tribe left to live a modern life in the city. I'm the only one who stayed with the spirits of our ancestors. Kreditkarten, sie gaben uns Kreditkarten. You know Dr. Blanche. Dr. Blanche is a good man. He gave me some chocolate. He disappeared the same day that the cosmic spirit went missing from the altar. It's all connected. We're doomed. Ich habe sogar einen Rechtschreibfehler gefunden. Da stand, er ist verschwunden. Aber wenn ein Mann dir Schokolade gibt, dann muss er gut sein, ne? Wir fragen jetzt nochmal nach dem Geist. Remove the cosmic spirit from the altar. One of the insane people that Dr. Blanche was treating. Who else? Okay, wir fragen nach For den Missionen. Dr. Blanche's patients have been having visions. Do you think it's because your stone is missing? Did you think the cosmic spirit would forgive such an offense? Everyone will pay for their ignorance. Mm-hmm. Have you been having strange visions too? Yes, and with greater frequency. Now smoking my pipe doesn't help anymore. Das ist ein Auge, leider. Okay, gut, das Ende ist nah. Focus on my flashlight. Wir versuchen sie mal zu heilen, wa? Mit unserer Taschenlampe hier, mit der pinken Taschenlampe. Möpfe! You're not here. This isn't happening. Genau, das passiert nicht. Da bin ich jetzt mal gespannt, was sie träumt. I can see everything that you see. Mein Auge ist kleiner als das, das macht mir Angst. Das ist so. Oh Gott, ich habe Angst. Unter allen uns bekannten Geschöpfen hat der Mensch das traurige Vorrecht, die größte Mannigfaltigkeit von Erkrankungen aufzeigen zu können. Das stimmt, ja, Affen haben nicht so viele Krankheiten wie wir. Ach du Scheiße! Die Lichtung der guten Geister. Ach du Scheiße, was ist das denn? You have a very vibrant and dynamic subconscious. What is bothering you? Souls of my people have been angered. No one has made any sacrifices to them. Okay. Neues Problem, die Wut der vergessenen Seelen. Aber jetzt weiß ich jetzt ganz viel anzufangen. And now the Mi'kmaq's ruling spirit, the cosmic spirit, is missing. My people and I are in great grief. Okay, also. Ich sammle jetzt einfach mal hier alles ein, was wir haben. Wir brauchen hier einen Fisch. Und der Fisch schwimmt da hinten. Wir haben ein Fischernetz. Wenn das mal nicht logisch klingt. Was ist das denn? Ich weiß es nicht. Oh. Jetzt habe ich diese ganzen Dinger hier. Fisch? Kann ich ihn damit so fangen? Oder? Ich muss natürlich extra noch hinlaufen. Ne? Ist ja klar. Oh, sehr, ein sehr schönes Unterbewusstsein hat die gute Dame. Muss ich schon sagen. So, kann ich einen Fisch fangen? Ja, fein, ne? Ich habe einen Fisch. Gut, jetzt haben wir den Fisch hier und tun den da hin. Ich weiß nicht, sollen wir den jetzt opfern hier? Ach, die Sonne schön, die dreht sich im Kreis, alles fein. Die hat so viel Drogen genommen, die Gute hat so viel Pfeife geraucht. Der Geist der Genügsamkeit hält uns während der Jahre des Hungers. Ach, half uns, okay. Brauche ich jetzt hier diese Dinger? Ja, gut. Nee, oder was? Nee. Hier? Auch nicht. Was ist denn das hier für ein Typ? Hier glitzert alles. Ich weiß nicht, ob das als Hinweis ist oder... Oder ich weiß es nicht. Was, kann ich das gebrauchen? Nein. Doch? Echt jetzt? Warum? Was mache ich da? Was ist das überhaupt? Okay, gut. Mir soll es recht sein. Häng's einfach mal ran. Was ist denn das? Ach, eine Kette, okay. Eine Kette.
Und die Kette kommt jetzt hier ran. Oder was? Ja. Der Geist der Schönheit hat uns schön gemacht. Okay. Und da... Nein, nein, nein. Komm mal her, meine Gute. Bleib mal da. Damit gehen wir jetzt... Damit gehen wir jetzt Holz hacken. Holz hacken! So, zack, 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 zack. Ach du Scheiße, eine Phobie? Eine Indianerphobie. Alter Scheiß. Ich möchte nicht. Komm her. Ich möchte nicht gegen dich kämpfen. Aber ich versuche es trotzdem. Ich mag zwar das Kampfsystem nicht, aber ich kämpfe mal wenigstens einmal. Wo das sind die Ärzte eines erkrankten Gemüts? Und wenn ich verliere, dann ist das so, aber... So, zack. Zack. Null. So, zack. 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 Das sieht nicht so gut aus. Mal wieder. Wer hätte es gedacht? Ach, komm schon. Wirklich? Ja, das Kampfsystem macht echt keinen Spaß, ne? Wollte ich nur so gesagt haben. Komm schon, komm schon. Ja, ich hab mal was geschafft. Die Schere kann die Hälfte der Entladung einer Zelle in einem Zug zerstören. Also sagen Sie mir jetzt. Ach Gott, im Shop ist jetzt ein Upgrade erhältlich. Oh Gott, ich hab's geschafft. Wer die Welt bewegen will, soll das sich selbst bewegen. Das hat man schon gelesen, ne? Ich hab tatsächlich einen Kampf geschafft. Ich bin so stolz auf mich. Huch so. Erstes Power-Up für das Benutzen eines Power-Ups. Ich hab doch gar kein Power-Up benutzt. Na, mir soll es egal sein. Ich möchte hier auch erstmal diese Kristalle einsammeln. Ne? Kristalle. Hier, Kristalle, Kristalle. Und dann geben wir diese Scheibe ab. Drei Götter müssen es ja hier sein, ne? Sieht man ja. Ne, zwei sind es noch auch, verdammt. Ach, verdammt, was soll ich denn jetzt machen? Was ist denn das? Ein Würfel. Ach du Scheiße, muss ich hier irgendwas mitmachen? Kann ich da hingehen vielleicht? Würfel? Ah ja, ah, natürlich. Eine Phobie, schon wieder. Ey, das ist ein bisschen nervig. Ich habe gerade die eine besiegt, kommt schon wieder die nächste, oder was? Das ist, ja, ich gucke in mein Taschenbuch. Willst du auch kämpfen oder so? Hallo? Hallo? Achso, hier, kämpfen. Komm. Machen wir jetzt. Alles, was uns an anderen missfällt, bla bla bla. Na schön. Alles, was uns an anderen missfällt, ist langweilig oder was? Interessiert uns nicht. Ja, so verkackt oder was? Ach du Scheiße. Wie mache ich das denn? So. Also hier, ne? Und dann zack. Oder zack. Und ich weiß es nicht. Was mache ich denn jetzt? Das ist mir zu kompliziert. Das muss ich mir in Ruhe angucken. Ich möchte das nicht. Gesunder Menschenverstand sagt uns, dass die Erde flach ist. Ja, das ist mir jetzt gerade echt so kompliziert gewesen mit der Schere und dem anderen, ne? Ich check das nicht. Ich habe 20 Punkte und muss 30 wegmachen und ich bin da zu blöd für sowas. Was könnte man doch nicht machen, Leute? Ich muss jetzt hier, ich muss hier jetzt trotzdem reingehen? Okay, ja. Wir sind eine gute Person. Oh, sie teilt ihr Wissen mit uns. Das ist schön. Oh, Glubschau. Was ist das denn? Okay, ein Lutscher? Now you know the basics of my tribe's spiritual power. It will help you do things you couldn't before. Okay, gut. Wir können jetzt Sachen machen, die wir vorher nicht konnten. Was ist das denn?
Was ist das? Ah! Natürlich! Excellent. I didn't doubt for a second that you'd be able to do it. Ja, also, ja, na gut. Hier, bitteschön, dankeschön. Also, jetzt haben wir irgendein Rudel-Ding, keine Ahnung, was das sein soll, mit dem wir irgendwas machen können. Okay. Achso, dann brauchen wir jetzt hier dieses Ding. Schnapp ihn, der fliegt weg. Natürlich schnapp ich mir ihn. Oha. Schön. Ey, da ist so eine Botschaft wieder. The spirits won't be angry anymore. We'll find the cosmic spirit and return him to his spot. Ja, okay, gut, Problem gelöst. Fehlt nur noch ein Problem. Weil drei Probleme lösen wir ja meistens nicht beim ersten Mal. Hören wir uns erstmal hier so eine Botschaft an, ne? Mal gucken, was da kommt. So eine Botschaft. Are you sure you want to finish what you started? It looks like I need to teach you a lesson. I know your weakness is Maya. Was ist meine Schwäche? You can't forgive yourself for leaving that streetcar. But the streetcar is gone. Forever. Mark is gone and he's never coming back. Okay, also ist Mark gestorben mit der Straßenbahn oder was? Oder so langsam habe ich das Gefühl, dass er da gestorben ist, ne? Mystery Will. Okay. Where are we? This is the city where the Mi'kmaq went to live. The city is devouring my people. Okay, gut. Neues Problem, die Stadt verschlingt das Volk. Damit würde ich sagen, machen wir Schluss und machen nächste Woche weiter. Ich sage danke fürs Zuschauen und wir sehen uns nächste Woche wieder.